Was ist die Belichtungskorrektur auf deiner Kamera, wie funktioniert sie und wofür ist sie genau gut? Je nachdem, welche Kamera du verwendest, hast du entweder ein Einstellrad oder diese digitale Anzeige mit Plus- oder Minus-Einstellmöglichkeit. Damit hast du die Möglichkeit, die Belichtung in den Halbautomatik-Modi zu verändern. Verwendest du zum Beispiel Blendenvorauswahl oder Zeitvorauswahl, dann muss die Kamera mit dieser Automatik irgendwie schätzen oder rechnen, welches die korrekte Belichtung ist. Falls die Kamera dabei einen Fehler macht und dein Bild zu hell oder zu dunkel wird, hast du mit der Belichtungskorrektur die einfache Möglichkeit, mit einer schnellen Bewegung diese Belichtung zu korrigieren, ohne deine Zeit oder Blende dabei extra verändern zu müssen. Vorsicht, im manuellen Modus tut diese Funktion genau gar nichts. Sag Bescheid, ob diese Shorts auf YouTube für dich von Interesse sind und hilfreich und was du in diesen kurzen Videos gerne sehen möchtest.